Was versteht man unter der CAR-T-Cell-Therapie in Kürze? Ja, bei der CAR-T-Cell-Therapie, Chimeric Antigen Receptor T-Cell-Therapie, handelt es sich um ein relativ komplexes Therapieverfahren. In Kürze wird einfach eine Art Antikörper auf eine Immunzelle gebracht. Und dieser Antikörper, der dann auf der Immunzelle sitzt, erkennt ein Tumorantigen oder ein Gewebeantigen, also ein Merkmal, das auf einem Gewebe oder einem Tumor exprimiert wird, und greift dieses dann an. Der Antikörper bindet und führt zur Aktivierung der entsprechenden Zelle, auf die dieser Antikörper gebracht wurde. Konkret macht man das so, dass man von Patienten mit Tumorerkrankungen Immunzellen gewinnt aus dem Blut in Form einer sogenannten Leukapherese, dass man sie in vitro, also in der Kultur, mit diesem Chimeric Antigen Receptor ausstattet durch genetische Modifikation, sie noch expandiert, also vermehrt, und anschließend als Produkt dem Patienten zurückgibt, indem dann die Bindungsstellen oder diese Binder zusammen mit den T-Zellen an den Tumorzellen binden können und dort eben dann eine Tumorzelllyse im besten Fall auslösen können. Welche Bedeutung hat heute diese Therapieform in der Hämatologie, Onkologie? Wie häufig ist es so, dass diese neuen Ansätze, immuntherapeutischen Ansätze, besonders gut bei Erkrankungen durchgeführt werden können, die einfach zugänglich sind, wo die Modellsysteme, das vorher auszuprobieren, relativ gut funktionieren. Das ist entsprechend der Biologie bei Erkrankungen der sogenannten Hämato-Onkologie, also Erkrankungen der Blutzellen und des lymphatischen Gewebes, etwas einfacher möglich als zum Beispiel bei Erkrankungen, die eben schwer zugänglich sind, wie zum Beispiel die Hirntumoren. Und da hat man jetzt gesehen, dass man mit diesen neuen Ansätzen eben in der Hämato-Onkologie, insbesondere bei den Erkrankungen des lymphatischen Systems, also akuten lymphoblastischen Leukämien oder aber auch eben B-Zell-Lymphomen, diese Therapie gut durchführen kann, mit relativ guten Erfolgen. Insofern denken wir, dass diese Therapie für die Hämato-Onkologie derzeit die Bedeutung hat, dass das eine erste Erkrankungsart ist, wo solche Therapien durchgeführt werden, dass es aber in Zukunft so sein wird, dass man auch bei anderen Tumorerkrankungen ähnliche Therapien dann durchführen wird. Werden am USZ Behandlungen durchgeführt? Ja, am USZ können seit ein paar Monaten Behandlungen durchgeführt werden. Erfreulicherweise sind die ersten klinisch zugelassenen CAR-T-Zellen auch in der Schweiz seit Oktober letzten Jahres verfügbar, in den USA bereits seit 2017, letzten Sommer dann von den europäischen Behörden zugelassen und im Oktober auch in der Schweiz. Wir selber sind seit November zertifiziertes Zentrum für CAR-T-Zell-Therapien und haben jetzt in den letzten Monaten insgesamt 11 Patienten mit CAR-T-Zellen behandelt. Wer qualifiziert sich für eine solche Therapie? Um welche Patienten oder Krankheiten handelt es sich? Im Augenblick sind die CAR-T-Zellen von einer Firma in der Schweiz zugelassen in der Indikation akute B-lymphoblastische Leukämie bei Kindern und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren und in einer zweiten Indikation bei diffus großzelligen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen im Erwachsenenalter. In Studien wird bei diesen Patienten in der Zulassung müssen die Patienten mindestens 2 Vortherapien erhalten haben und auf diese nicht oder inadäquat angesprochen haben. Sie müssen eine Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation zugeführt worden sein oder eben für diese nicht qualifizieren. Das sind für die Zulassung die Kriterien.
Gleichzeitig wird in Studien geprüft, ob allenfalls diese Therapie auch in einer früheren Therapielinie eine Rolle spielen würde. In dem Fall die in der Schweiz offenen Studien und an unserem Zentrum offenen Studien sind auch für Patienten mit diffus großzelligen B-Zell-Lymphomen. Gibt es Formen der Zusammenarbeit mit anderen Zentren, beziehungsweise wie sieht es mit den Zuweisungsmöglichkeiten aus und was sollten Zuweisende wissen? Ich glaube, die Zuweiser haben wir informiert und ich glaube, viele unserer zuweisenden Kollegen warten auch schon lange voller Erwartung auf diese Therapien. Die sind ja in aller Munde. Wir sind ohnehin Zuweiserspital und arbeiten eng mit vielen anderen Kliniken zusammen. Chur, St. Gallen, woher auch immer. Und über diese selben Zuweisungswege wissen die Zuweiser auch, dass sie uns Patienten schicken dürfen. Da stehen wir auch gerne beratend in der Frage, qualifiziert ein Patient dafür oder aber nicht. Sind wir immer auch kurzfristig verfügbar. Wir haben jetzt aufgrund der Tatsache, dass es in der Schweiz aktuell nur sehr wenige Zentren gibt, die diese Therapien anbieten, haben wir auch Patienten von weiters her zugewiesen bekommen, bis hin Genf und Tessin, weil eben noch nicht weit verbreitet verfügbar. Was für uns wichtig ist, dass wir möglichst frühzeitig involviert werden in diesen ganzen Prozess, weil die Organisation, die Logistik, das sind langwierige Verfahren, Kostenübernahme, bis sie geregelt ist, das braucht Wochen bis hin zu Monate. Das heißt, wir sind gerne früh im Boot, damit wir beginnen können, die Therapie vorzubereiten und auch die eigentliche Herstellung bedarf mehrerer Wochen, sodass wir gerne Patienten in stabilem Zustand bekommen und nicht dann, wenn sie schon so ein fortgeschrittenes Tumorleiden haben, dass sie im Prinzip unmittelbaren Therapiebedarf haben. Das bedeutet, der Zeitfaktor in der Therapie spielt dann eine ganz wichtige Rolle. Ja, das ist im Augenblick so, ja. Und das wird sich erst ändern, wenn im Prinzip die Institutionen vor Ort die eigenen CAR-T-Zellen herstellen können, dann wird man da mehr Freiheiten haben und wird die Zeiten verkürzen können. Aber solange man für die Kostengutsprache noch einige Zeit braucht, weil sie noch nicht gänzlich geklärt ist und B, das Ganze verschicken muss an eine Firma, sich dort quasi mit der Anmeldung auf einen Produktionsslot einreiht in die Warteliste, solange man diesen Teil auslagert und man das nicht selbst bestimmen kann, solange muss man mehrere Wochen Vorlauf einrechnen. Sie haben gesagt, dass man eventuell diese CAR-T-Zellen am Spital selbst herstellen kann. Gibt es da einen Zeitplan, einen Zeithorizont, bis es soweit ist? Ich glaube, das ist etwas, was technisch einfacher möglich wäre. Aber praktisch gesehen sind da natürlich viele Regularien von Swissmedic und den Behörden und die vorzubereiten und das Ganze zu erfüllen, das ist eine intensive Arbeit. Die wird man angehen, weil das einfach sinnvoll sein wird, aber das wird viel Zeit brauchen, viel Neuerfindungen, weil einfach CAR-T-Zellen so neue Therapien sind, da sind viele Regeln, treffen eben auf CAR-T-Zellen so nicht zu. Das heißt, da muss man neue Regeln schaffen und dann wird es immer eine langwierigere Sache. Wird am USZ diesbezüglich Forschung betrieben bei der Entwicklung der CAR-T-Cell-Therapie? Ja, wir betreiben dort selber Forschung. Die Forschung hat ja immer zwei Aspekte. Das eine ist die klinisch-translationale Forschung. Da wurde schon erwähnt, dass hier Studien in der Umsetzung durchgeführt werden, das heißt Studien, bei denen am Patienten weit entwickelte Produkte untersucht werden bezüglich ihrer Wirksamkeit, aber natürlich auch bezüglich ihres Nebenwirkungsprofils. Und dann gibt es die präklinische Forschung, also die Forschung, die noch nicht in die Patientenanwendung kommt, und auch die führen wir hier durch. Wir haben hier klinische Schwerpunktprogramme, die auch durch die Universität und durch andere Institutionen, die Forschungsförderung betreiben, unterstützt werden. Und hier bewegen wir uns eigentlich in neue Richtungen. Wir versuchen, solche zellulären Therapien zu generieren für Erkrankungsentitäten, die derzeit noch nicht
Tumore sind, die durch so eine Therapie angegangen werden. Das betrifft zum einen bestimmte Erkrankungen des hämatologischen Systems, die eher von den frühen Formen, den Blutstammzellen ausgehen. Und es betrifft zum Weiteren dann Erkrankungen, Tumorerkrankungen, die von soliden Organen ausgehen. Und auch da gibt es intensive Bemühungen. Die Zielsetzung ist zunächst mal, das in Bereiche auszuweiten für Organe, die vielleicht nicht überlebensessentiell sind, sodass man die Antigene, die angegangen werden, vielleicht auch so wählen kann, dass es letztlich zur Elimination eines Organs führt, das aber in seiner Funktion gut ersetzbar ist. Woran denken? Als Beispiel kann man da zum Beispiel an die Schilddrüse denken. Auch da gibt es Erkrankungen, bei denen es ja zur Elimination der Schilddrüse kommt, oder aber sie wird operativ entfernt und die Schilddrüsenfunktion ist dann medikamentös sehr gut ersetzbar. Wenn es gelingen würde, zum Beispiel CAR-T-Zell-Therapien gegen solche Organe, die ja auch als Tumor entarten können, zu entwickeln, dann kann man sich gut vorstellen, dass das auch in einigen Jahren zu einem klinischen Erfolg werden kann. Gibt es jetzt zum Schluss noch eine Take-Home-Message? Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die CAR-T-Zell-Therapie ein Paradebeispiel dafür ist, wie schnell sich die Medizinforschung und auch die Umsetzung entwickelt. Zeigt einem auch, wie komplex das sein kann und für welche multiple Herausforderungen einen das stellen kann, bis natürlich auch hin zur Fragestellung, wie das für alle Patienten implementierbar ist. Vielen Dank für das Gespräch. Thank you.